herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Basco Gina Italiana. Und zwar werden wir heute ein ganz klassisches Gericht machen aus der italienischen Küche. Und zwar gibt es Polpette al Sugo aus Fleisch, also Polpette di carne al Sugo. Und ich stelle euch die Zutaten vor. Und zwar brauchen wir hier gutes Hackfleisch. Ich habe hier ein Rinderhackfleisch gewählt in Bioqualität. Könnt dieses auch gemischt nehmen oder mit Lamm, wie ihr das wollt. Dann haben wir hier eine Passata, wir haben einen Primitivo, einen Rotwein, dann haben wir hier lukanisches Gewürzsalz, wir haben Pfeffer, Olivenöl. So, jetzt da, was kommt in die Polpette rein? In die Polpette kommt Petersilie, glatte Petersilie, ein Ei, eine Zwiebel, dann eine Knoblauchzehe, haben wir noch zwei Knoblauchzehen, haben wir noch Lorbeerblätter und Basilikum und Parmesan. Die Lorbeerblätter, Knoblauch und Basilikum, das kommt dann in die Tomatensoße. Und hier haben wir noch Semmelbrösel, da brauchen wir auch noch was. Die genauen Mengenangaben findet ihr immer in meiner Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in die Küche rüber, hauen das Ding raus und dann treffen wir uns in meiner Küche. So, wie ihr seht, habe ich in kürzester Zeit alles zugeschnitten, was wir brauchen, und werde euch jetzt zeigen, wie man die Polpette macht. Und zwar als erstes geben wir hier ein Ei rein. Dann geben wir die Petersilie dazu. Dann das Paniermehl. Und als nächstes den Parmesan. Und einen kleinen Schuss Olivenöl gebe ich hier noch rein. Und dann werden wir das zu einer Art Teig verarbeiten und kneten diese Masse hier schön durch. So, dann geben wir hier noch eine Prise Salz hinzu und etwas Pfeffer. Und schmecken das dadurch ab. So, wir werden das Ganze jetzt nochmal schön durchkneten. Jetzt seht ihr schon da, was es für ein schöner Teig ist. Könnt ihr dann auch ruhig auf der Arbeitsfläche nochmal kneten und dann halt ordentlich sauber machen. So, und dann formen wir den Teig auch schon zu unseren Polpetten. Die Polpetten, wir machen jetzt nicht allzu kleine, das heißt so, und dann machen wir die ganz schön rund. Hier kann man sich auch die Hände befeuchten mit Wasser, das hilft einfach ein bisschen, die Polpetten schön ruhig und glatt zu kriegen, und so sollen die Dinger dann ausschauen. So, dann machen wir noch mal eine. Ich drücke die hier immer mit den Händen ein wenig zusammen, dass das schön bindet, und dann mache ich die schön rund, und das mache ich dann mit allen, und dann treffen wir uns wieder zum nächsten Schritt. So, als nächstes geben wir hier einen guten Schluck Olivenöl in die Pfanne, hier auch nicht sparen, und werden die zwei Knoblauchzehen hier im Öl aromatisieren, dass die einfach ihren Geschmack abgeben, und dann machen wir weiter. So, das Öl wurde jetzt von unserem Knoblauch aromatisiert, und jetzt ergeben wir unsere nicht zu kleinen Polpette, sage jetzt mal, hier in unser heißes Öl. Das Öl ist jetzt aber auch nicht zu heiß, die sollen jetzt nicht gleich verbrennen, sondern die sollen schön angebräunt sein, aber nicht schwarz werden. So, jetzt machen wir das circa so 2-3 Minuten von beiden Seiten, und dann machen wir weiter. So, und wenn eure Polpette, eure italienischen Fleischkugeln so ausschaut, dann dreht ihr sie um. Das langt vom Bräunungsgrad her, weil die dünsten ja dann noch einige Zeit in eurer Tomatensauce. Wenn eure Polpette dann soweit gebräunt sind, dann nehmt ihr die mit einer Schaumkelle hier
auf einen Teller. Und dann machen wir zusammen unseren Soßenansatz. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und zwar haben wir hier das ausgelassene Fett vom Fleisch. Geben hier unsere Zwiebel raus. Knoblauch haben wir ja schon im Öl drinnen. So, wir schwitzen jetzt hier leicht die Zwiebel an. Geben schon mal den Basilikum und den Lorbeer dazu, um das auch ein bisschen zu aromatisieren. Und das ist jetzt wirklich bloß, also nicht allzu lang, sondern wirklich bloß so eine halbe Minute. Die Zwiebeln sollen nur leicht glasig werden, die sollen keine Restaromen bilden. Und dann können wir das Ganze auch schon mit einem guten Schluck Wein ablöschen. Das war's. Lassen diesen hier auskochen. So, der Wein ist jetzt am Auskochen. Er riecht auch nicht mehr nach Alkohol. Dann geben wir unsere Passata dazu. Werden die noch schön mit Wasser. Ausspülen, so dass wir hier auch unsere ganzen Tomaten mit reinkriegen. So, jetzt da lassen wir das Ganze kurz aufkochen. Zwischenzeitlich können wir jetzt noch mit unserem lukanischen Gewürzsalz salzen, die Tomatensoße. Hier langt so eine Prise. Die Tomaten sind schon davor gesalzen, da müsst ihr immer drauf achten, wenn die Tomaten schon wegen der Konservierung Salz enthalten, dann immer ein bisschen vorsichtig mit dem Salz sein. Pfeffern hier das Ganze noch und wenn das Ganze jetzt kurz aufkocht ist, dann werden wir unsere Polpette dazu geben. So, jetzt geben wir unsere Polpette in unseren Sogu rein und werden dann diesen so circa ja, 2 Stunden köcheln lassen. Ihr könnt es auch kürzer machen, weil die natürlich gar sind, aber nach 2 Stunden hat halt dieses typische Polpette-Aroma gegeben, dann hier schön noch Tomatensauce drüber. So, jetzt fragt ihr euch, warum hier keine Beilage dabei ist bei diesem Gericht. Dieses Gericht wird im klassischen Sinne so gegessen, als zweiter Gang, als Secondo. Der erste Gang, der Primo, ist halt immer mit Kohlenhydraten, beispielsweise Pasta, Polenta, Risotto, USW. Und das Fleisch wird eigentlich nie mit Beilage gegessen, sondern eher mit einem kleinen Salat. Darum gibt es euch hier keine Beilage. Ihr könnt natürlich da eine Pasta dazu machen. Das bleibt euch überlassen. So, genug geschwätzt. In 2 Stunden sehen wir uns wieder. Deckel drauf und schauen, was aus unseren Polpette geworden ist. So, unsere Polpette haben jetzt 2 Stunden vor sich hingeköchelt und schauen jetzt so aus. Ultra brutal. Ist ein geiles Gericht. Ich werde es jetzt dann noch genießen. Ich danke mal wieder fürs Einschalten auf den Kanal. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren. Lasst einen Daumen hoch da. Schöne Zeit, euer Bayer. Ciao.